Es ist Sonntag, der 20. Dezember. Ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Ruhetag mit einem Wort aus Psalm 72. Es ist der 13. Vers. Er wird gnädig sein den Geringen und den Armen wird er helfen. Eines meiner liebsten Lebensgefühle entsteht dann, wenn ich unterwegs plötzlich merke, dass ich den Geldbeutel zu Hause vergessen habe, sei es, weil ich in Hast aufgebrochen bin oder weil ich unter Umständen rasch Kleider wechseln musste. Er blieb zu Hause, ich bin dann irgendwo verloren, mitten in der Welt. Aber anstatt dass ich mich aufrege, merke ich, es kommt eine Ruhe über mich, denn ich weiß, jetzt bin ich ganz in Gottes Hand. Und dann wird es auch spannend, denn ich weiß nicht genau, was jetzt kommen wird und wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich weiß, dass der Herr mir jetzt helfen wird. Wie gesagt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten und unsere Mittellosigkeit, das ist genau seine Chance. Ich war mit dem Fahrrad in Südspanien unterwegs. Es waren noch ungefähr 50 Kilometer bis nach Gibraltar. Und ich hatte schon beträchtlichen Hunger, hatte allerdings keine flüssigen Mittel mehr zur Verfügung, war darauf angewiesen, Geld zu wechseln, aber alle Banken waren geschlossen. Denn es war ein Feiertag, entweder ein nationaler spanischer Feiertag oder es war vielleicht auch ein katholischer Feiertag, ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich schon ganz auf den Felgen mit meinen Finanzen und ich überlegte mir, wie es überhaupt noch weitergehen könnte, wie ich endlich die Kalorien zu den Kalorien käme, die ich brauche, um diese Reise zu beenden. Wie es mir so geht in solchen Momenten, schicke ich dann auch mal einen Funkspruch nach oben. Bitte um Hilfe oder um Weisung oder um einen klugen Gedanken. Da kam mir plötzlich meine Fahrradpumpe in den Sinn. Zuerst schien mir dieser Gedanke nicht gerade erfolgsversprechend zu sein, aber dann konnte ich das nicht loslassen. Und ich ging in ein Restaurant und sagte, ich würde gern ein Menü essen, aber ich hätte kein Geld. Ich könnte ihm aber, diesem Besitzer, meine Velopumpe zur Verfügung stellen oder schenken. Und ihr glaubt es nicht, er ist darauf eingestiegen. Ich habe damals ein sehr gutes Menü gekriegt, hatte dann keine Velopumpe mehr, aber konnte meine Reise zufrieden fortsetzen. Wie wir es sagen in der Schweiz, ich bin halt selber auch mal schnell eine Pumpe, das heißt am Ende meiner Möglichkeiten ausgepumpt. Und es braucht nur einen Feiertag, so bin ich am Ende meines Lateins, vielleicht eben auch der finanziellen Möglichkeiten. Und dann gehöre ich schon ein bisschen zu diesen Armen, denen nur noch Gott über die Runde helfen kann. Das ist eine sehr gute Erfahrung. Und ich muss sagen, ich bin lieber eine Pumpe als ein aufgeblasener Mensch. Denn die Pumpe ist ein Instrument, was sich selber nicht aufblasen kann. Von vielen solchen Erlebnissen kommt es eben her, dass ich mich glücklich fühle, wenn ich merke, jetzt gehen mir die Mittel aus. Und dass es mich auch mit Spannung erfüllt, was wird Gott als nächstes tun? Jedenfalls wird er mich sicher nicht hängen lassen. Es ist meine Verlegenheit, es ist seine Gelegenheit. Die Geschichte ging dann so weiter, dass ich mit dem Fahrrad in einen Graben einschlug, der quer über die Straße gegraben worden war, am Vortag wahrscheinlich. Und er war nicht gedeckt worden, ich sah ihn nicht, plötzlich hatte ich eine tiefe Delle in der vorderen Felge und von da an hat es bei jeder Umdrehung einfach gekracht. So war es noch 50 Kilometer weit. Aber schließlich habe ich dann doch Gibraltar erreicht und bin mit der Fähre nach Afrika gegangen. Was dann später geschehen ist, das kann ich euch bei anderen Gelegenheiten noch erzählen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.